Hallihallo und herzlich willkommen hier bei MibelKing zum letzten Video des Jahres 2023. Kann natürlich auch sein, dass ihr das Video im neuen Jahr guckt. Dann neues Jahr, neues Format. Wir haben es lange angekündigt, unser neues Format. Es ist ein Fragenformat, in dem wir Freunde, Familie, Leute von unseren Brettspiel-Events uns selber Fragen gestellt haben, die in 30 Sekunden beantwortet werden müssen. Und nach 30 Sekunden wird auch rigoros gecuttet. Wir haben uns da ein bisschen inspirieren lassen. Vielleicht kennt ihr diese Art von Format auch schon. Aber wir dachten, vielleicht kann man es ganz gut auf den Brettspielsektor umsetzen. Und deswegen wünsche ich euch jetzt viel Spaß damit. Ist kurz und knackig. Los geht's. Ja, das ist relativ aktuell. Ich habe Guards of Atlantis 2 auf Kickstarter gebackt für 250 Euro. Und habe das dann jetzt storniert, weil ich dachte, was soll ich mit einem MOBA-ähnlichen Spiel mit über 30 verschiedenen Charakteren, wenn ich das Spiel wahrscheinlich nur 5-mal auf den Tisch bekomme, habe ich noch nicht mal alle Charaktere gesehen. Man könnte allerdings auch Drunagor nehmen. Da habe ich 700 Euro ausgegeben und weiß bis heute eigentlich nicht, warum. Es war auf der Messe 2022. Wir haben die Hallen aufgeteilt und Marvel Remix gab es in mehreren Hallen. Und dann standen wir danach mit mehreren Versionen davon und ich habe dann eine günstiger halt verkauft, um sie wieder loszuwerden. Und jetzt ein Jahr später oder über ein Jahr später ist es immer noch eingeschweißt auf dem Pile of Shame. Gibt es jetzt auf Deutsch, ich habe die englische, gibt es günstiger, immer noch nicht gespielt. Das fällt mir sehr einfach zu benennen. Das ist das Spiel Tiny Epic Pirates. Das ist ja eine ganze Serie, dieses Tiny Epic. Und dann gibt es alles Mögliche davon. Und das habe ich gekauft, mit Erweiterung sogar, und kannte vorher diese Tiny Epic Serie halt noch nicht und wusste auch nicht, dass das, nicht überall so gut ankommt, und wir haben es tatsächlich noch nie auf den Tisch gebracht, liegt schon 2 Jahre im Schrank und ja, war wohl nicht so clever. Das ist so eine Sache, da frage ich mich, also das ist wirklich so dämlich. Also bei mir ist es Drunagor, muss ich tatsächlich sagen. Weil Martin hat das All-In-Paket mit 25 Kilo gebackt für 600-700 Euro. Und ich dachte mir, naja, zur Überbrückung bis Frosthaven kommt, könnte ich mir das ja auch noch holen, das Base Game. Und habe für das Base Game inklusive Versand 160 Euro bezahlt. Das Spiel ist immer noch nicht da. Frosthaven ist jetzt quasi 2 Wochen vor Auslieferung und das Spiel kommt, weiß ich nicht, Anfang nächsten Jahres. Das ist wirklich total bescheuert. Also, dümmster Kopf einfach. Tatsächlich habe ich vor kurzem Elderman bekommen, hab's gebackt, weil sich das geil anhörte. Ich bin so Patrizia-Freund, hab's immer auf PC gespielt. Aber leider ist es echt ein heavy Spiel, schwierig zu vermitteln, Regeln sind die Hölle und ja, damit ist es gleich wieder ausgezogen, leider. Ich wollte es mögen, hat aber leider nicht geklappt. Ich würde sagen Posthuman Saga, es ist ein kompetitives Spiel, aber mehr oder weniger spielt jeder Solitär für sich alleine und das ist nicht mein Ding. Tatsächlich recherchiere ich immer relativ viel vorher, bevor ich mir was kaufe. Also es gibt selten oder eigentlich nie spontan Kaufe. Deswegen musste ich gerade ein bisschen überlegen, was mein dümmster Brettspielkauf war. Das war ja der einzige Brettspielkauf, der gleich ungeöffnet, unausgepöppelt dann rausgewandert ist. Das war Nemesis, wo ich noch nicht mal weiß. Doch, Lockdown war es, die zweite Variante. Ich habe Nemesis, das Originalspiel, und dann Nemesis Lockdown ist dann gleich rausgewandert, weil ich dann gemerkt habe, ich werde dann schon Nemesis kaum zum Spielen kommen und dann erst recht nicht mehr. Mein dümmster Brettspielkauf, der ist eigentlich noch gar nicht ausgeliefert, das war Chronicles of Drunagor. Da frage ich mich jetzt im Nachhinein, obwohl ich das Spiel noch gar nicht habe. Erstens war es viel zu viel Geld, was ich dafür in die Hand genommen habe. Zweitens sind die Kartons so groß, dass man davon ein Einfamilienhaus bauen kann und ich habe eh nur ganz wenig Platz. Deswegen habe ich keine Ahnung, wo ich das alles hin tun soll und vielleicht finde ich nicht mal jemanden, der es mit mir spielt. Ja, das war's auch schon. Wie gesagt, kurzes, knackiges Video. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen oder den Kanal abonnieren. Wir haben noch einige Folgen davon schon noch aufgenommen. Aber wenn euch noch Fragen einfallen, die man stellen könnte, und es war tatsächlich ziemlich witzig, das aufzunehmen, so verschiedene Meinungen, verschiedene Ansichten zu hören, dann würden wir da gerne auch noch mehr von machen. Also schreibt gerne in die Kommentare, was euch noch so für Fragen einfallen würden. Oder wenn ihr Verbesserungsvorschläge für dieses Format habt, schreibt es natürlich auch gerne rein. Und sonst hoffe ich, ihr rutscht gut rein ins neue Jahr, falls es schon das neue Jahr ist. Hoffe ich, ihr hattet einen schönen Silvesterabend. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao.